Hallo und herzlich willkommen zurück. So, ich habe mir gerade im Ubisoft Club gerade mal eingeloggt und habe das Sniper geholt, das da zur Verfügung stand für 300 Units. Die hatte ich halt übrig noch, ne? Und die habe ich da mal investiert. Da müssen wir mal gleich gucken, dass wir noch eine Werkbank finden und dann noch ein paar Mods einsetzen können. Ja, ich würde sagen, wir machen noch mal gleich eine Camp Maximus. Okay. Ja gut, dann machen wir trotzdem mal eine Schnellreise einmal hin. Und dann mal gucken, ob wir da schon gleich vernünftig mitarbeiten können. Denn Schalldämpfer war da auf jeden Fall noch nicht mit bei und so. Und das ist ja immer Grundvoraussetzung für ein vernünftiges Sniper, ne? Was bringt mir ein Sniper, wenn man mich trotzdem nur aus 200 Metern hört? Gerade gucken, ob wir da genug Material für haben. Und dann nehmen wir hier auch gleich die nächste Hauptmission an, die wir da im Lager haben. Ja, und ich freue mich immer noch über Boomer. Wo ich ist jetzt wie ein Tag her. Für mich dementsprechend ein paar Minuten. Und ja, ich habe immer noch das Grinsen im Gesicht. Ich bin immer noch vollends begeistert. So, eine Werkbank müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Und dann wollte ich auch nochmal gucken, dass wir die Bandidos nochmal losschicken können. Jawohl, haben wir auch soweit. Dann würde ich sagen, 100% Erfolg. Ja, dann brauchen wir gar nicht überlegen. Das nehmen wir auf jeden Fall schon mal an. Hier haben wir auch, oh, ja, 1000 Peseten, Pesetos, Pesos, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie ist denn hier die Währung? Ich weiß gerade gar nicht. Naja, nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Brauchen wir ja gar nicht drüber nachzudenken. Und damit haben wir auch schon mal die neue Waffe frei. So, Belohnung abholen und dann schicken wir die doch gleich nochmal los. Ich würde sagen, was haben wir hier als Belohnung? Ja, okay, ich würde sagen, gleich mal die nächste Waffe, damit wir die langsamer sich auch mal vollständig kriegen. Jetzt brauche ich eine Werkbank. Mal gucken, ob wir die hier irgendwo haben. Da ist eine Werkbank. Da vorne, so. Und danach würde ich sagen, nehmen wir mal die nächste Mission an. Jetzt müssen wir die Waffe natürlich erstmal ausrüsten, ne? Jetzt mal gerade gucken, was haben wir denn hier? Wir haben da den Granatwerfer. Hier haben wir, ja, okay, alles klar. Und hier war die Nagelschusspistole. Dann würde ich sagen, wir wechseln, glaube ich, mal hier rauf. Genau, das sind die neuen. Und jetzt haben wir doch irgendwo das Sniper. Hier unten ist es, genau. Sehr geil. So, auswählen. Optisch macht das schon echt was her, ne? Irgendwo hat es was. Ich finde es schön, dass die so viel Gold mittlerweile auch in die Waffen eingebaut haben. Nicht jedermanns Sache, aber ich finde es toll. So, da müssen wir mal gucken. Ein Impro-Schalldämpfer? Nee. Ich möchte schon einen richtigen Schalldämpfer, der nicht sofort wieder ausglüht. Ja, würde ich sagen, ne? Nehmen wir mal den hier. Ich glaube, es ist eine ganz gute Sache. Ja, das Optikfeld. Impro, wie gesagt, Impro möchte ich eigentlich nicht mehr so zwingend. Ich möchte eigentlich schon
Genau. Schon was Gutes drauf haben, ne? Nee, da waren wir gerade da. Was haben wir denn hier noch mit bei? Zweitvisier. Ja, Kurzstreckenvisier brauchen wir nicht wirklich. Was haben wir hier mit bei? Den Laserpointer. Okay. Ja, kann man machen, muss man nicht. Okay, damit werten wir das nochmal auf. Alles klar. Schaden der Waffe erhöht sich. Was haben wir hier? Ja, okay, da hätten wir jetzt vielleicht nochmal gucken können, ne? Das war da nochmal. Aber egal. Das läuft nicht weg. In gar keinem Fall. Ja, hier ist schon einiges zusammengekommen, ne? Aber es fehlt natürlich auch noch wirklich einiges. Ja, ich würde sagen, wir nehmen hier mal. Was nehmen wir denn mal? Nee. Schub ist so, will ich eigentlich jetzt nicht. Ja, die sieht einfach nice aus, finde ich. Ja, ich glaube, damit stehen wir gerade gar nicht so schlecht da. Dann können wir das hier auch nochmal zum Material machen. Was haben wir denn hier noch so? Okay. Jetzt sind wir sowieso gerade an der Werkbank. Mal gerade gucken, ob wir hier noch irgendwas. Das können wir auch mal nicht mehr verbessern, ne? Oder? Nee, da können wir gar nichts ändern, weil einzigartige Waffen. Hier können wir vielleicht nochmal gucken. Das war hier nochmal. Oh ja. Ja, gut, da fehlt wirklich wieder das Schwarzpulver. Das ist auch gar nicht so relevant. Was haben wir hier? Ja, auch nicht so relevant. Da hätten wir jetzt wahrscheinlich dann einfach. Ja, okay. Sowas ist natürlich schon mal gar nicht so verkehrt. Oh! Dazu dürfen auch Helis gehören, ne? Das heißt einmal draufschießen und Feierabend. Ja, okay. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal Schießpulver. Aber wir können es auch schon mal hier optisch ändern. Ja. Ja, komm, wir kaufen es einfach komplett mit bei. Und das Ding finde ich schon sehr geil von der Optik. Richtig schön graviert. Sehr cool. Ja, okay. Dann haben wir den Granatwerfer aufgewertet. Was haben wir hier gehabt? Da war das Sniper jetzt neu drin, genau. Jetzt mal gerade gucken, ob wir hier vielleicht noch mal was machen können. Ne, das hatten wir auch alles so weit oben, ne? Genau, 444, das ist so weit oben. Ja, dann würde ich sagen, Supremo können wir sowieso und nichts machen. Das haben wir gerade gemacht. Fahrzeug kam nichts Neues mit zu. Dann würde ich sagen, wir nehmen die nächste Mission an. Fucking Palo says finding a way off Yara is priority number one. He wants to run while we got real problems. I heard our friend Matthias is locked up in Marquesa's True Yaren Academy. He's a doctor, but they took his fucking license for helping us out. It's like it's okay, fair. Dann Matthias is a fucking saint. Befreien wir ihn doch mal. So, gib mir mal einen Marker, wo wir denn hin müssen. Da hinten müssen wir hin. Paolo's busy again, isn't he? Wow, okay, das ist doch weiter weg, als gerade einen Eindruck gemacht hat. Hier können wir wieder abspringen und das machen wir auch gleich. Mal gucken, ob wir da dann auf relativ kurzem Weg hinkommen.
Ah, gut, dass ich heute keinen Livestream habe. So viel Kaffee heute getrunken, Mensch. Nach jeder Aufnahme hier waren jetzt schon einige. Kann ich schon hier gleich stiften gehen. So, ich hoffe, wenn wir jetzt den Kopf noch ein bisschen hoch machen, dass wir hier weit genug gleiten können. Ja, scheiß dann auf die Flugverbotszone. Wenn die mich hier mit der Flak abschießen, ne, also dann weiß ich auch nicht, was damit nicht stimmt. Da, hinterm Zaun. Ich wollte gerade sagen, kann auch nicht sein. Aber okay. Ja, dann haben wir doch gleich die Gelegenheit, den Punkt hier auch mal gerade einzunehmen, den Kontrollpunkt. Und den guten Boomer setzen wir dann mal gleich auf die Feinde hier drauf an. Ich weiß, Bum Bum, aber für mich ist es und bleibt es Boomer. Ich meine, es ist ja auch Boomer, ne? Ich liebe diesen Hund. Ich liebe diesen Hund. Sieg den Bum Bum! So, Moment mal, das ist doch die optimale Gelegenheit. Kann ich hier mit zoomen? Ja, kann ich. Allerdings auch nicht richtig schön, ne? Ach komm schon. Mensch, ich bin noch sonst gar kein Buchscheißschütze. Okay, der ist abgebogen. Ach, da haben wir den ollen übermächtigen Idioten. So. Perfecto. Perfecto. Was soll ich denn da im Auto, Mensch? Außerdem, warum so weit weg? Vorhin saßen wir doch hier hinten irgendwo im Auto. Hab ich den Schlüssel eigentlich gerade eben von dem Idioten eingesteckt? Ich hoffe, ne? Ich hoffe. Ey, jawohl. So, dann können wir hier gleich nochmal den ganzen Kram mitnehmen. Ich find's so toll, ich find's echt toll. Ich bin nach wie vor einfach begeistert, dass wir noch nicht ganz vernichtet haben.
Ich find's toll, ich find's echt toll. Ja, okay. Klar, weil wieder Militär. So, ja, dann würde ich sagen, gleich weiter, ne? Hier 100 Meter noch. Ich weiß gar nicht, warum es mir der Hund so angetan hat. Ich weiß es gar nicht. Das ist einfach so scheiß toll. Der beste Hund, der beste Begleiter, der irgendwie, wie gesagt, klar, Peaches und so weiter war natürlich auch klasse, aber irgendwie hat es mir Boomer echt am heftigsten angetan. Guck mal, das gehört hier schon uns, okay. Ja, das haben wir schon eingenommen. Okay. Talia, I'm at the academy. Looks like the inmates took over. Fuck yes, should make this easy. No, listen to me. The army is here. There's you going to be a fight. You are outnumbered and outgunned. Get in there. Surrender while you have the chance. The storms at least. That's what guerrillas are about and shit. Time is running out. Come up with your hands in the air. Ach komm schon. Na gut, wenn ihr unbedingt genagelt werden wollt, können wir das auch machen. Das ist überhaupt kein Problem. Ist überhaupt kein Problem. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Wenn euch das besser liegt, warum nicht? Da frage ich mich, warum diese harten Soldaten da Handtaschen haben. Warum haben die eine Handtasche da liegen? Ein Soldat schien wohl doch nicht ganz so hart zu sein, wie er den Eindruck machen wollte. Okay. Has to be another way in. Ja klar, es muss einen Weg hier reingeben, ganz genau. Das ist der Grund, warum ich mit dir vor der Tür stand. So, hier ist ein Nachbargebäude. Haben wir denn hier drin irgendwas zu looten? Wahrscheinlich nicht. Okay, das heißt, wir kommen hier übers Gerüst hoch, wenn ich das richtig sehe. Sehe ich das richtig? Nee. Wir sind zu doof, uns da festzuhalten. Klar, wir sind mit einer halben Brust, mit einem halben Oberkörper, sind wir... Also, ich finde das... Ich bin immer noch nicht wirklich von begeistert mit dem hier. Das war echt voll besser. Mit dem ganzen Umgehüppe und Hochziehe und... Und... Klar, bin ich jetzt durch diesen kleinen Schlitz hier durchgefallen oder bin ich wirklich hier runtergefallen? Okay, wir machen das Ganze nochmal. Wir sind ja hartnäckig, ne? Also, partout schon mal hartnäckig. Die alten Knochen hier hochgeschwungen. So, okay. Und jetzt laufen wir da halt einmal übers Dach rüber. Hier ist nichts.
ich sagen, wir springen hier direkt runter. Da ist auf jeden Fall was hinter ihm. Oh, okay. Are you Matthias? You don't look like a doctor. Matthias Alonso. Okay. Stone Scream Physician to you? Dalia sent me to break you out. Fantastic. One problem? If I let go of this artery, he dies. I need a trauma kit. Guards keep the supplies locked in the pharmacy in the other building. I'll go get it. Rapido, por favor. Ja, okay. Dann spielen wir mal wieder Laufbursche. Das können wir ja so gut, aber okay. Ich meine, der wird ja eh nicht sterben, bevor wir mit dem Medizin da sind. Bis dahin hat er ja Zeit. Können wir hier erstmal in Ruhe gucken, ob wir hier noch was haben. Da ist noch was zum Looten. Ist da gerade einer rumgelaufen? Jo. Ach nee, das sind hier unsere Widerstandskämpfer. Ich glaube, wir müssen sowieso... Ne, müssen wir nicht. Ich dachte, wir müssten ja sowieso die Etage weiter runter. Doch, sieht gar nicht so falsch aus. Nur das, was ich hier mache, sieht gerade sehr bescheiden aus. Okay. Dann nehmen wir hier auf jeden Fall schon mal die Taschen wieder mit. Da vorne haben wir auch noch was. Nehmen wir auch mit. Gut, dass wir es jetzt gemacht haben. Weil ich weiß nicht, ob ich hier später erst mal runtergegangen wäre. Nur deswegen. So, wir brechen uns die Haxen nicht, wenn wir jetzt runterhüpfen. So. Und dann würde ich sagen, laufen wir davon nochmal einmal gerade hin. So ein richtig geiler Straßenkreuzer. Ich meine, abgesehen davon, spritfressend und hier und da musst du sonst umbauen lassen. Bla und blub, ne? Aber ansonsten schon geil. Ne? Mhm. Okay. Eine fucking Falle. Bin ich natürlich jetzt einfach nur stumpf geradeaus gelaufen, ne? Hab auch irgendwelche Kleidung, wo ich damit einfach Ruhe laufen kann, wo es deaktiviert wird. Warum habe ich die nicht an? Das ist wieder so unüberlegt, ne? Manchmal gehe ich da echt doof dran. Und sowas. Immer diesen Helm zu treffen, ne? Und dann... Tja, du bist auch ein Held, ne? Der Held der Arbeiterklasse. So. Helm weg, hat sich das. Okay, sonst schreit hier keiner mehr. Oder braucht hier noch eine Aufmerksamkeit? Nein, ich glaube nicht. So. Oh, guck mal einer an. Neues Sniper bekommen. Okay. Ja, dann laufen wir da mal fix zurück, ne? I'm on my way. Warum ist denn hier noch ein Feind? Wie haben die sich denn hier hingekrochen? Also, Lumpenpack. Achso, ja, jetzt müssen wir da wieder hoch, ne? Genau. Da war ja was. Ach, guck mal, wir können auch da hoch.
Sind wir hier rausgekommen? Nein. Okay. Ihr seht mich wieder orientierungslos, weshalb auch immer. Wir sind einmal ums Gebäude rumgelaufen, ne? Richtig? Ich glaube. Jetzt so drauf konzentriert, das Zeug da wegzuholen. Dass ich den Part gerade echt aus dem Gehirn gestrichen habe. In der kurzen Zeit. So was von dumm. Naja gut. Andererseits, manchmal hat man so eine stressige Zeit, ne? Und die habe ich im EL im Moment. Da geht das hier schon mal einfach runter, weil es nicht wichtig genug ist. Alter, jetzt habe ich mich gerade schon wieder runterfallen sehen. So was Blödes. The drummer kid. Gracias. I need to stabilize him, Danny. Keep the soldados off my back. Crossing guards for reinforcement. Nobody gets close. Nadie. More incoming. Okay, ich muss das Militär ausschalten. Ja, es hätte mich auch gewundert, wenn nicht, ne? Also ganz ehrlich. Es hätte mich ja auch gewundert. So, wo sind die Juden? Da vorne. Ach, Mima, ich liebe dich. Ja, ist ja gut, ich bleib hier und bewege mich nicht einen Zentimeter davon weg. Genau. Weil total unsinnig, wenn man sich hier noch Zentimeter weiter weg von bewegen würde. Man könnte ja auch den Gegner mal besser wegmachen, ja? So, ist das denn da oben ein Sniper? Nee, da hinten läuft das. Matthias, are you done? Danke, Boomer. Shit, we're pushing it here. Wo zum... Boomer ist einfach der Beste. Habe ich mir das von eigentlich nicht richtig durchgelesen, also als wir Boomer befreit haben? Gab es da irgendeinen besonderen Grund, warum der geschickt worden ist? Von Herb? So, du kleiner... Pisser da oben, ne? Du gehst mir mal auf den Sack, ey. Du sollst auch fraglich, wie der Sniper da hingekommen ist. Denn ein Heli war hier ja nicht in der Zwischenzeit, ne? So, natürlich kommen wir da nicht hoch. Wie konnte ich nur damit rechnen? So, ja, jetzt ist so das Ding. Wie komme ich da oben aufs Dach? Haben wir hier irgendwo eine Leiter, wo ich dann damit hochkomme? Nö, hier nicht. Wahrscheinlich muss ich hier komplett ums Gebäude rumlaufen, ne? Würde mich ja nicht wundern. Oder sind hier im Gebäude drin? Es ist so nicht wahr. Was? Echt jetzt?
Ach komm schon. Da oben standen doch sogar noch welche rum von meinen Leuten da. Das kann doch nicht sein. Die können doch nicht alle irgendwie Stormtroopers sein. Das gibt's doch gar nicht. Ja, bla bla. Ja, mach du mal einen auf. Sonst wie dumm und schwer verletzt. Nobody gets close. Nadie. Mann, geh doch aus dem Weg, du Alte! Okay, ja, ist okay, ich verstehe schon. Es ist okay. Kerze. Ist aber auch so langsam mal gut hier, ne? Warte mal. Warte mal, wo war denn der jetzt? In welchem Scheißraum war der denn? Ach, da bin ich gerade dran vorbeigelaufen. Okay. Jo, der lebt immer noch. Ich fass es nicht, ey. Was denn? Matthias, are you done? I need more time. We're pushing it here. Jetzt muss hier auch langsam mal Ruhe im Karton sein. Ist doch gar nicht. Wo kommt denn hier? Scheiß Idioten alle her. So, du kommst auf jeden Fall nirgendwo mehr hin. Hässliche Bitch, ey. Ja, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Bleib ich jetzt hier oben auf Nummer sicher? Oder gehe ich jetzt tatsächlich runter?
Weil hier von den anderen ja scheinbar irgendwie keiner was geschissen kriegt, ne? Was läuft sie denn hier rum wie ein frisch geficktes Eichhörnchen? Warum läuft sie denn dann nicht runter? Ich habe keine Ahnung. So, ich versuch's mal einfach hier. Ich weiß nicht, ob es schlau ist oder gerade besonders dumm ist, was ich hier mache. Vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht doch ziemlich dumm. Ich weiß nicht. Wenn sie hier oben bleiben würden, wäre das doch... Das weiß ich halt nicht. Ach ja. Geschafft. Oh. Ja, natürlich. Und ich habe hier keinen großen Wumms mehr. Ah. Oh, habe ich doch einen. So. Alter. Okay. Ja, das wollte ich aber jetzt auch unbedingt nur abschließen, dieser Folge. Done this before, no painkillers. Give me a hand. Only true Yarns get proper medical care. The rest get me. When he did Paolo's top surgery, there was no anesthetic. Black market hookup fell through. Even then, Paolo didn't blink. Shit. Welcome to Castillo's paradise. Tell those lovebirds I'll help after I scrape up some antibiotics for a friend. You okay. Live. Okay. Thanks to you. Kein Problem, kein Problem, kein Problem. Ja, in dem Sinn verabschiede ich mich dann auch von euch für diese Folge. Und war schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da, lasst ein Abo da, wenn noch nicht geschehen. Ich freue mich darüber. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, morgen Abend in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao.